Na gut, sagen wir so, es wird nicht einfacher. Es wäre auch langweilig sonst. Wie gesagt, das ist immer noch auf schwerer Schwierigkeit, auf schweren Schwierigkeitsgrad. Und man merkt es stellenweise, man kann zwei, dreimal getroffen werden. Viermal vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel das bei normaler Schwierigkeit wären. Ich glaube, ein paar Mal mehr noch. Auf jeden Fall ist der Unterschied doch erkennbar. Es ging schon mal besser. Ich glaube, ich werde gerade mal zu ungeduldig, dass ich das erstmal ins Mittelfeld hier aufräume. Auch wenn die Soldaten nachzukommen scheinen, es sind zumindest nicht so viele, die immer gleichzeitig nachkommen. Deswegen Stück für Stück erstmal aufräumen wäre sehr sinnvoll. Und dann mich um den Rest kümmern. Man, wir hatten ja schon mal eine Bombe angebracht. Nur nicht sehr lange. Ja, ist ja gut. Ja, die Synchro ist jetzt nicht immer so der Knaller. Die ist immerhin besser als beim ersten Teil. Kann man doch so sagen. Finde ich. Das ist normal. Ich glaube, in jedem Spiel sind diese ganzen Ausrufe, die immer wieder kommen, sind ziemlich am Murks. Habe ich zumindest den Eindruck. Auch bei Spielen, die heutzutage rauskommen und wo die Synchro eigentlich besser ist. Und eigentlich auch die Sprecher entsprechend professioneller sind. Das kann man ja schon merken. Zumindest soweit ich das gelesen habe, war in der englischen Version des Spiels haben sie doch ziemlich viel Cola. Ah, was? Was war das denn? Haben sie doch ziemlich viel Cola ausgegeben damals schon für eine Synchro. Für die Vertonung davon. Ich habe keine Ahnung, wer das genau war, aber das ist ja auch nicht die englische Version hier. Au. Das war eben so gut. Warum sind wir denn noch getroffen worden? Hat der Panzer direkt auf mich gezielt? Würde der Panzer sich nicht selbst in die Luft jagen, wenn er auf ein Ziel zielt? Oder wenn er auf ein Ziel schießt, was genau 3 cm vor seiner Nase ist? Würde der dann nicht durch die Explosion selbst Schaden nehmen? Oder ist das nur die Stelle, die wirklich Schaden nimmt, wo das Projektil wirklich eintrifft? Weil das gefiel mir gerade nicht so. Ich denke mal, ich werde mich da vorne mal hinstellen. Dann werde ich halt von der anderen Seite aus da ankommen, wenn es dir geht. Ich hoffe mal, es geht. Ja, es geht. Sehr gut. Wunderbar. Es gibt nämlich manchmal auch, oder ich weiß nicht, ob das bei diesem Spiel oder dieser Reihe ist, dass Gegner anstellen können, wo ich es jetzt nicht hin kann. Habe ich zumindest manchmal den Eindruck. Ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Zumindest den Eindruck habe ich da doch. Warte einfach, bis der Panzer wieder hier vorne ist. Oh, da muss ich mich nämlich nicht mit den ganzen Leuten hier rumschlagen. Total schlau und so. Ob das hilft, weiß ich nicht. Aufräumen müssen wir hier vorher trotzdem. Oh, eine Granate. Ja, ist ja gut. Na, hochkommen. Hochkommen. Hallo. Also auch irgendwie langweilig, ne, wenn man hier nur in der Gegend steht. Oh. Vor allem, ich glaube, der kommt jetzt gar nicht näher. Sau. Na. Ja, ist ja gut. Ich mag keine Geschenke, wenn sie danach explodieren. Ist eine Grundsatzregel. Okay, der kommt nicht näher. Der Feigling, ey. Sowas. Schlimm. Jetzt kommt der Panzer rum, natürlich. Das ist gerade mal echt ein bisschen anstrengend hier. Ich meine, klar, es ist schön, eine Herausforderung zu haben, aber es ist, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Hallo. So, es scheint wirklich, als ob der Panzer nur Angst vor mir hat. Deswegen rennt er ständig weg. Und ja, hier kommen ständig Soldaten nach. Au. Hm.
wie Aufstehen nicht möglich. Ja, du bist nicht möglich. Hinlegen. Das sollte passen. Wird gespeichert. Japs, wunderbar. Ehrlich. Und plötzlich haben die Gegner auch keinen Nachschub mehr. Das ist toll. Haha. Selber schuld, wer sich mit mir anlegt. Stirbt schon beim 10. Versuch. Heißt, eigentlich haben die eine Chance von 10 zu 1 gegen mich zu gewinnen. Na gut, wo soll ich hin davor, ne? Ah, okay. Das ist der schnellste Weg zum Rathaus, Genossen. Hier durch, nur los! Da ist doch sonst niemand anderes. Wo sind die alle hin? Sind die alle gestorben gerade mal? Wie, was? Wir sind ja alle tot? Wer macht denn sowas? Ja, die ganzen Wege sind auch innerhalb dieser Städte, die vermeintlich ziemlich offen sind, sehr linear. Schlachten werden durch Gewalt und Taktik gewonnen. Je größer der General, desto mehr Taktik und desto weniger Gewalt wird er einsetzen. Im Idealfall schon. 15. Januar 1943, 13.40 Uhr, Stalingrad, Schnee, minus 30 Grad, ist es wärmer geworden. Lieutenant Wolski hat den Trupp angewiesen, eine Pause einzulegen. Ein gepanzerter deutscher Konvoi passiert uns, doch ohne Panzerabwehrwaffen wäre ein Angriff sinnlos. Vor dem Krieg dauerte es gerade einmal 2 Minuten zu Fuß von hier aus bis zum Rathaus. Und natürlich musste man keine Angst haben, erschossen zu werden. All das hat sich geändert. Jetzt sind es 3 Minuten. Oder mit der Bahn, noch mehr, weil man Umweg gehen muss. Bewegung! Ja, Bewegung. Bewegung? Bewegung? Hm? Was für eine Bewegung denn? Hampelmann? Ups! 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 Ist doch kalt, da muss man sich aufwärmen. Na, bei mir bleiben. Woher wusste der, dass wir hier sind? Mal so gesehen. Der hat denn sich nicht vorher umgeschaut. Der ist da einfach hingelatscht, hat das Gewehr auf uns gerichtet. Und geballert. Natürlich. Ich finde es ja schön, wie diese ganzen Sprüche von wegen, ja, zivilisiert und würdet euch mit Respekt behandeln ohne ganzen Krams. Wie das irgendwie nicht zu dem passt, dass man direkt erschossen wird, wenn man hier auftaucht. Wir haben überhaupt keine Chance, uns zu ergeben, weil wir direkt abgeschossen werden. Mal so gesehen, ne? Ich weiß nicht, wie das, ob es damals wirklich solche Durchsagen gab. Ich vermute ja mal schon, ne? Weil Kriegsführung hat ja auch sehr viel mit Psychologie und dem ganzen Krams zu tun, dass man Leute da manipuliert und sich gegeneinander aufhetzt und hier versucht man dann quasi den Gegner einzuschüchtern und sowas. Indem man halt quasi sagt, ja komm, ihr habt eh keine Chance, gebt einfach auf. Aber ich weiß nicht, wie genau das damals gemacht wurde. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Ansagen übersetzt wurden in die jeweilige Sprache. Es wäre sonst ziemlich albern, wenn du da irgendwie Leute von außerhalb hast, die dich angreifen. Und dann sprichst du mit denen in einer Sprache, die sie nicht verstehen können. Das wäre als Dialog so ein bisschen blöd. Dann ist klar, dass irgendwelche diplomatischen Verhandlungen nicht funktionieren. Ah, die Säule ist tot. Au. Man atmet schon ziemlich oft und laut. Schöner Salto. Kratz. Keine Ahnung, was es für eine Waffe ist, aber die scheint einigermaßen stark zu sein hier. Wie gesagt, ich bin kein Waffenprofi. Ich wollte gerade Freak sagen, aber stimmt ja gar nicht. Jemand, der sich mit Waffen in irgendeiner Weise auskennt. So ein paar Namen kennt man schon, klar. Ich weiß gar nicht den Namen. PPSH, aha. K98, oh, interessant. Das Ding ist, dass ich mir die Namen nicht nur nicht merken kann, sondern ich lese mir die meistens auch gar nicht durch. Deswegen habe ich meist keine Ahnung, wie die überhaupt heißen.
Also kann ich die auch nicht vergessen oder mir irgendwie merken. Oder war das ein Kumpel? Weiß es nicht. Aber hat die die Waffe nicht noch einen anderen Namen oder sah die einfach nur so ähnlich aus? Ich dachte zumindest, da gibt es noch sowas ähnliches. Auch mit so einem Trommelmagazin und keine Ahnung, was für ein Quatsch. Diesen Kühlergrill da vorne dran. Wahrscheinlich gab es da verschiedene Versionen. Achso, ich könnte ja mal auch Granaten benutzen, ne? Merke ich gerade mal. Bombs. Ob ich damit jetzt wirklich irgendwas treffe, habe ich keine Ahnung. Au, was war das denn? Das war der eine Schuss zu viel. Im modernen Kriegen irgendwas. Schlauer Spruch. So, mal ein bisschen Rauch dahin schmeißen. Ja. Der Rauch da irgendwas bringt. Sowjetische Truppen neben dieser flachen feindliche Infanterie. Wir werden sehen. Eine Granate, komm zur Warte. Stimmt, Granaten. Wie, was ist das denn hier? Hey, warum kommen sie an hier? Was soll denn das? Hallo. Sanitäter. Sani, wow. Huch. Was war das denn? Ja, schön. Das war nicht meine Granate. Das war meine Granate. Huiuiui, das war eine komische Situation gerade. Ich stand da einfach direkt vor, oder standen die vor mir in der Mehrzahl. Ja, warum können wir nicht die Bahn nehmen oder warum dauert das mit der Bahn so lange? Weil sie ein bisschen eingeschneit ist und kaputt. Unwesentlich. Oder das ist ein neues Modell, das ist ein Freiluftzug. Ha, ein Luftzug. Ha! Das war nicht so lustig. Gut. Ah, wie nebelig das ist. Das ist cool, dass es nicht immer gleich überall ist. Es ist natürlich, ja, ne, ist alles sehr grau, sehr farblos hier. Die einzigen Farben sind Feuer und Blut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, die. Wobei, doch, da, damals habe ich, glaube ich, die englische Version gespielt. Als ich das erste Mal gespielt habe. Ich glaube, da gab es auch nicht wesentlich mehr Blut. Ich glaube, letztendlich, das, was zensiert wurde, da in der Version hier, in der deutschen Version. Oder ich weiß ehrlich gesagt nicht. Doch, ich glaube, ich habe das auf Englisch gespielt damals. Unterschied ist natürlich wieder, dass Hakenkreuze zensiert wurden hier. Warum auch immer das gemacht wird, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass... also mir persönlich wäre es ziemlich egal, oder... Ich fände es sogar noch realistischer, wenn man hier, ich meine, es ist ja nicht so, dass der Nationalsozialismus und die Hakenkreuze hier hervorgehoben werden als besonders toll und sowas. Ganz im Gegenteil, man kämpft ja gegen diesen ganzen Krams an. Ich weiß nicht, warum das entfernt wird, warum man das nicht darf. Das ist doch, ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, dass diese ganze Geschichte Nationalsozialismus und auch damit das verbundene Symbol ziemlicher Murks klingt so schwach, dass das tierisches Verbrechen ist. Warum kann man nicht, wenn man dann wirklich gegen dieses Verbrechen ankämpft, hier das auch mit den entsprechenden Zeichen darstellen? Damit man noch genauer weiß, was man hier eigentlich macht. Ich weiß ja nicht, wer da in dem Fall beschlossen hat, dass man diese Symbole nicht benutzen darf. Ich glaube, jemand, der absolut gegen sowas ist, gegen Nazis und gegen Menschenhass ist, ich glaube, der hätte kein Problem damit, auch auf die Leute zu schießen hier. In diesem Spiel natürlich. Wo die Symbole halt wirklich an der richtigen Stelle sind. Behaupte ich mal. Ich weiß nicht, wer da was entschieden hat. Aber gut.
Das ist letztendlich auch nicht der wichtige Teil hier. Es ist halt immer wieder etwas, was auffällt, sobald ein Spiel aus dem Zweiten Weltkrieg kommt oder halt was mit diesem Setting zu tun hat. Von daher, ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das irgendwann, ich weiß es nicht. In Filmen darf man das ja, da darf man das ja zeigen, ich glaube unter dem Kunstaspekt. Vasili, sprengen Sie die Tür. Ja, das einfach mal Filme mehr als Kunst angesehen werden als Videospiele. Ich weiß nicht, wann sich das ändert. Ich meine, man darf ja sehr vieles, wenn es als Kunst anerkannt wird. Und das sind Videospiele leider noch nicht. Durch die Tür sichern wir das Gebäude. Gut, ich weiß auch nicht, ob ein Call of Duty jetzt wirklich Kunst ist. Es ist ein Kunstprodukt, das heißt, es ist künstlich hergestellt. Es ist eine Vision, die verpackt wurde. Von daher, eigentlich ist es schon Kunst. Es mag nicht die schönste Kunst sein, es mag eine sehr sich wiederholende Kunst sein, wenn die Spiele jedes Jahr sehr ähnlich sind. Aber, es ist halt schon eigentlich Kunst. Der Held ist einer, der 5 Minuten länger tapfer ist.